Bevor ihr in Unmacht fallt, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir beschäftigen uns nämlich heute mit den kubischen Funktionen und viele haben eine gewisse Abneigung zu den kubischen Funktionen, wobei ich sagen muss, Leute, entspannt euch, so schlimm ist das gar nicht. Lösung kubischer Funktionen, joa, die sehen immer ziemlich komisch aus, weil sie gegebenenfalls, wenn es euer Lehrer gut meint, ganz viele verschiedene Dinge oder Zahlenwerte enthalten. Allgemein, kubische Funktionen schreibt man mit f von x gleich ax hoch 3 plus bx plus cx, beziehungsweise bx Quadrat muss das sein, plus cx plus d. Und da solche kubischen Funktionen dieser Form, wie sie hier steht, die löst man in der Regel durch Ausklammern. Und Ausklammern ist meistens gar nicht mal so schwer. Gut, wie löse ich jetzt diese Funktion? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte euch die einfachste Möglichkeit aller Möglichkeiten vorstellen. Und zwar das Ausklammern. Es gibt natürlich auch einen Sonderfall. Der Sonderfall wäre, wenn unser d ungleich 0 ist. Das mal als ganz kurze Randnotiz schreibe ich hier drunter. Sonderfall. Aber den betrachten wir nicht. D ungleich 0, dann müsst ihr so ein Blödsinn wie Polynomdivision euch anschauen oder Homer-Schema. Polynomdivision ist dort das einfachste Verfahren. Wir gehen jetzt aber von dem Normalfall aus, den man auch nur in der Schule hat. Mehr macht man nicht, auch in der Uni häufig nicht. Und dieser Normalfall ist eben Lösung durch Ausklammern. Du hast also deine Funktion ax hoch 3 plus bx Quadrat plus cx gleich 0. Und du klammerst am besten, du siehst, du hast in Term 1 x, du hast in Term 2 x, du hast in Term 3 x, also klammerst du x aus. Hast du x ausgeklammert, bleibt übrig ax Quadrat plus bx plus c. Deutlich einfacher, deutlich sympathischer. Was seht ihr? X muss immer ungleich sein. Immer ungleich 0 sein. Bedeutet, du hast schon deinen ersten Wert gefunden, x ist ungleich 0. Und wir wissen, der Klammerinhalt muss gleich 0 sein. Und auch da möchte ich euch das einfachste aller einfachen Lösungsschemen vorstellen, nämlich die PQ-Formel. PQ-Formel sollte euch ein Begriff sein, wenn nicht, macht nichts, erkläre ich jetzt trotzdem nochmal. Also wir sehen, wir haben eine ganz übersichtliche Funktion ax² plus bx plus c. Bevor wir aber weiter in diesem langweiligen theoretischen verweilen, machen wir das Ganze mal anhand eines Beispiels. Ich nehme mir eine weiße Folie. Schauen wir mal. Wir haben eine Funktion, die ich mir mal eben ausdenken müsste. Nee, wir nehmen, das ist ganz schön, mal ganz allgemein Lösungsverfahren einer allgemeinen kubischen Funktion wie diese hier zum Beispiel. X hoch 3 minus 2x² minus x. Wir wissen also, wir wollen x hoch 3 minus 2x² minus x gleich 0 setzen. Und dann habe ich schon gesagt, wir haben xxx, klammern wir doch mal das x aus. Haben wir x, Klammer auf, x² minus 2x minus 1. Das ist das, was übrig bleibt. Wir wissen, das x muss ungleich 0 sein. Wir wissen, der Klammerinhalt muss gleich 0 sein. Sprich, du rechnest, du musst den Klammerinhalt lösen und das Ganze rechnest du eben mit der PQ-Formel. Und die PQ-Formel, die muss man natürlich dafür kennen. Das wäre ganz wunderbar. Auch da, wie gesagt, Formelsammlung, wie auch immer. Oder lernt sie einfach auswendig. Man braucht sie immer wieder. Wir wollen nun also diese Funktion x² minus 2x minus 1 lösen. Ich kreise das hier mal ein. Das ist die Funktion, die wir lösen wollen. Und das machen wir wie folgt. X1, 2 ist gleich ganz allgemein die PQ-Formel minus p durch 2 plus minus die Wurzel aus p durch 2 hoch 2 minus q. Das ist die allgemeine Formel und jetzt brauchen wir nur wieder einsetzen. Wir wissen, unser p ist das minus 2, wir wissen, unser q ist das minus 1. Wir setzen also einfach nur ein. Und dann kommt da irgendwie 2 halbe, ne? Wir wissen, p ist 2. Wir haben da so minus, minus, minus mal minus, gibt plus, wissen wir. Also haben wir 2 halbe plus minus die Wurzel aus minus 2 durch 2 zum Quadrat plus 1. Und das Ganze ist dann 1 plus minus 1 plus 1, wenn wir das weiter zusammenfassen. Und das ist gleich 1 plus minus die Wurzel aus 2.
Und ich habe echt keinen Plan, wie man die Wurzel aus 2 zieht. Also lassen wir das einfach. Natürlich kannst du das. Du bekommst eine fürchterlich eklige Kommazahl raus. Deswegen lass es einfach. Du darfst gerne, wenn du gefragt wirst, kubische Funktionen zu lösen, darfst du gerne die Wurzel lassen. Gar kein Problem. Ja? Also müssen wir lösen 1 plus Wurzel 2. Und da wir nicht wissen, was Wurzel 2 ist, schreiben wir das so hin. Das ist unser x1. Und unser x2 ist dann natürlich 1 minus Wurzel 2. Und damit hast du die Aufgabe gelöst. Ja? Das ist alles, was du machen musst. Finde die kubische oder habe kubische Funktion, finde Lösungsverfahren quadratische Funktion und dann ist alles super, nämlich PQ-Formel. Gut, das war's. Ich will euch auch nicht länger aufhalten. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, bitte Kommentar schreiben, dann beantworte ich gerne nochmal Unklarheiten. Bedanke mich fürs Schauen des Videos der kostenlosen Merkhilfe und hoffe, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefällt, gerne abonnieren und bis dann. Tschüss.